Namaste. Ich bin Mari und heute möchte ich dir zwei Asanas vorstellen, die eigentlich in wahrscheinlich fast jeder Yoga-Sequenz irgendwann mal vorkommen, zumindest die erste. Und das ist nämlich die Kobra. Die Kobra ist eine ganz sanfte Rückbeuge. Sie hilft dir, Kraft im Rücken aufzubauen und Mobilität im unteren Rücken zu fördern. Sie ist wirklich ein sanfter Einstieg in die Rückbeugen. Für mich gehört zu der Kobra dazu oder beziehungsweise aus der gleichen Asana-Familie auch der heraufschauende Hund. Das ist die zweite Asana, die wir uns anschauen, die sehr ähnlich ist zu der Kobra, aber gleichzeitig auch noch eine Stützhaltung ist, also die Oberarme deutlich kräftigt. Wir starten mit der Kobra und kommen dafür am besten in die Bauchlage. Leg deine Fußrücken hüftweit auf der Matte ab und leg dann den Oberkörper auf der Matte ab und bring die Hände neben deinen Brustkorb. Wir schauen uns jetzt von den Fußspitzen bis zum Kronenpunkt an, was du in dieser Asana alles beachten solltest. Wie gesagt, starten wir bei den Füßen. Die sind hüftbreit auf der Matte, Fußrücken flach, die Zehen nicht aufstellen, sondern ganz flach. Und schieb die Fußrücken aktiv in die Matte und nicht nur die Fußrücken, sondern auch alle 10 Zehen, also die kleinen Zehen bis zu den großen Zehen, wirklich ganz aktiv in die Matte schieben. Dann aktiviere deine Beine, so dass sich deine Kniescheiben sanft von der Matte lösen. Dein Gesäß bleibt aber entspannt. Zieh nun dein Schambein sanft zu dir hoch, kipp also dein Becken ganz leicht, dadurch aktiviert sich dein Bauch. Die Hände sind, wie gesagt, neben dem Brustkorb, nicht zu weit vorne, sondern deutlich weiter hinten, so dass die Fingerspitzen hinter deinem Schultergürtel sich befinden. Nimm die Ellenbogen ganz eng an den Körper und mit einer Einatmung hebst du hier langsam deinen Brustkorb von der Matte weg. Zieh die Schultern hoch und zurück. Was du hier nicht möchtest, ist, so in den Schultern eng zu sein. Du möchtest immer an Länge denken, an Weite im Brustraum. Die Ellenbogen bleiben, wie gesagt, eng am Körper. Stell dir vor, die Hände kleben auf der Matte fest und du ziehst mit den Händen die Matte etwas zurück, sodass du hier noch mehr Länge findest. Lass den Nacken ganz lang in Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Den Kopf nicht in den Nacken legen, sondern wirklich schön lang lassen und zieh auch mit dem Kronenpunkt weit nach vorne. Mit der Ausatmung legst du den Oberkörper wieder ab. Wir schauen uns diese Babykobra noch einmal an. Also einatmen, Schultern zurück, Oberkörper heben. Geh hier noch nicht zu weit hoch, sondern nur so hoch, dass wenn du die Hände von der Matte löst, du die Position halten kannst. Mit der Zeit wird es dir dann sicherlich gelingen, so viel Kraft aufzubauen, dass du auch eine höhere Position hier im Oberkörper findest. Okay, so viel zur Kobra. Als nächstes der heraufschauende Hund. Die Ausgangslage ist genau die gleiche wie in der Kobra. Hände neben dem Brustkorb, Fußrücken flach auf der Matte, hüftbreit auseinander. Auch hier kommst du mit der Einatmung hoch. Genau wie in der Kobra, nur streckst du jetzt die Arme so weit und löst die Beine von der Matte, sodass du hier wirklich nur mit Füßen und Händen auf der Matte aufgestellt bist. Rotier die Oberarme sanft nach außen und lass auch hier den Brustkorb nach vorne ziehen. Schultern zurück, ganz lange Linie. Mit der Ausatmung kannst du zunächst die Knie absetzen und dann die Ellenbogen sanft beugen. Noch einmal in den heraufschauenden Hund mit der Einatmung. Auch hier wichtig, dass du nicht so kollabierst im unteren Rücken, sondern durch die Kraft deiner Beine und deiner Körpermitte eine ganz kraftvolle und stolze Position einnimmst. Ausatmen, wieder zurück. Und das war's auch schon mit diesen beiden Asanas. Ich hoffe, das kleine kurze Video hat dir gefallen und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude beim Praktizieren daheim. Namaste.